Was die Ernährung anbelangt, gibt es sicher nicht das eine magische oder teuflische Lebensmittel, das dich entweder zum ultramaskulinen Testosteron-Monster oder zum östrogengeladenen Sojabübchen macht. Deine Lebensmittel insgesamt sollten stimmen und die Ernährung eben eine tragende Säule davon ausmachen. Das Getränk, was deinen Hormonwerten als Mann definitiv nicht förderlich ist, ist unser heißgeliebtes Bier. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass gelegentlicher Bierkonsum deinen Östrogenspiegel nicht dramatisch ansteigen lässt und dir davon auch nicht gleich Männertittis wachsen oder ähnliches. Hier und da ein kühles, gezapftes macht rein gar nichts und umso weniger, wenn du eine harte Fitnessroutine am Laufen hast. Wenn du aber kaum Sport machst oder bereits übergewichtig bist, dann wandelt dein Körpertestosteron in Östrogen um. Und wenn du glaubst, dass hier allein Proteine weiterhelfen, dann hast du dich geschnitten. Denn auch diese werden dann zu Glucose, welche dich mehr Insulin produzieren lässt. Dass Bier ein Insulinverstärker ist, ist dir sicher bekannt und darüber hinaus enthält Bier die zwei Wirkstoffe Phytoöstrogen und Prolaktin. Diese Chemikalien können die Östrogenproduktion im Körper erhöhen und wenn das zu oft geschieht, reagiert der Körper und senkt den Testosteronspiegel. Beide genannten Stoffe sind typischerweise in Hopfen und Gerste enthalten, welche wie bekannt die zwei Grundzutaten im Bier sind. Um etwas für deine Testo-Werte zu tun, willst du also sehr moderat mit deiner Hopfenkaltschale umgehen.